Herzlich willkommen zu einem weiteren Teaminterview aus der Gerontopsychiatrischen Pflege. Ich bin Christian Müller-Hergel, arbeite gemeinsam mit Nils Hensel und Detlef Rüsing am Dialogzentrum Leben im Alter, kurz DZLA, an der Hochschule Osnabrück. Dem DZLA geht es um einen Dialog auf Augenhöhe zwischen Pflegeforschung und Pflegenden in der Gerontopsychiatrie. Um einen Einblick in die Teamarbeit in der Pflege von demenzkranken Menschen zu gewinnen, haben wir vor Ort einige Interviews geführt. Diese Interviews sollen auch eine Einführung in das Thema unserer Tagung am 4. November 2020 sein. Die Tagung steht unter der Überschrift „Das Team als Therapeutikum“. Alle Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage www.dzla.de. Dort finden Sie auch alle Links zu unseren Podcasts und Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie regelmäßig mal reinhören und unsere Beiträge abonnieren. Ja, für dieses Interview waren wir zu Gast in einer spezialisierten Einrichtung für Menschen mit Demenz in Hückelhofen im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen. Wir haben mehrere Fragen gestellt und unsere erste Frage an das Team war: Wie schätzen Sie den Faktor Team für die Pflege von psychisch kranken alten Menschen ein? Spätestens, wenn es Probleme in der Versorgung gibt, braucht man eben das Team, was dann gemeinsam zur Problemlösung Möglichkeiten sucht. Können Sie das nochmal weiterführen? So? Ja, gerade im Demenzbereich gibt es ja immer wieder Probleme, die allein für die Bezugspflege nicht gelöst werden können, und dann braucht man eben das Team, um verschiedene Möglichkeiten zu finden, verschiedene Ansätze und ja. Und wie geht das dann? Also wie funktioniert das? Wie genau ist dann eigentlich das Team für mich eine Hilfe? Dass in einem Teamgespräch, dass da Lösungen gesucht werden, verschiedene Ansätze, verschiedene Wege. Fallbesprechungen eingeleitet werden. Mhm. Okay. Es scheut sich ja auch keiner, in einem guten Team zu sagen: Pass mal auf, ich komme jetzt nicht weiter, oder wie seht ihr das? Ich benötige jetzt eure Hilfe. Aber das läuft eigentlich in einem guten Team automatisch. Ja, genau. Weil man hat so ein gewisses Gefühl füreinander. Auf der emotionalen Ebene, also ich denke, wenn wir über Menschen mit Demenz reden, dann reden wir auch ganz viel über emotionale Kommunikation. Mhm. Das heißt, viele Dinge muss ich gar nicht sagen, sondern die erspürt mein Gegenüber, der Bewohner. Das heißt, wenn ich in einem Team arbeite, in dem ich mich nicht wohlfühle zum Beispiel, in dem ich selber nicht angenommen bin oder was auch immer, dann kann ich so toll pflegen, wie ich möchte. Das wird immer der Bewohner wird das immer spüren. Mhm. Und dadurch gibt es schon viele Probleme. Das heißt, das Team, oder ich sage wirklich bewusst, ein gut funktionierendes Team ist, glaube ich, wirklich maßgeblich für eine gute Arbeit auch mit Menschen mit Demenz. Weil es, wie gesagt, viel auf der emotionalen Ebene stattfindet. Und wenn ich die Kollegen so sehe, wenn sie morgens kommen und die kommen gut gelaunt und mit einem Lachen, dann macht das mit mir was und ich bin kognitiv relativ auf der Höhe. Aber dann macht das natürlich mit den anderen Menschen noch viel mehr. Wenn morgens jemand reinkommt, fühlt sich wohl, und ich glaube, dass das Team maßgeblich natürlich auch dazu beiträgt, auch in der Arbeit, wie die Kollegen gerade schon gesagt haben. Das gibt mir Sicherheit, ich habe nicht das Gefühl immer, ich muss alles wissen, ich muss alles entscheiden. Niemand trägt Entscheidungen gerne selbst, weil wenn ich Entscheidungen selber trage, muss ich sie nachher auch selber verantworten. Und ich glaube, da ist ein gut funktionierendes Team einfach tragfähig und die Basis. Okay. Mal so eine Hypothese: Eine Kollegin aus der Psychiatrie sagte, immer wenn wir im Team Probleme haben, dann gehen die Symptome der Bewohner hoch. Und wenn wir uns sehr gut miteinander verstehen, gehen die Symptome der Bewohner runter. Können Sie das nachvollziehen? Man merkt das schon mal. So, also ich merke ja auch, bin ja in meiner Hausgemeinschaft, ich bekomme die Bewohner ja dann gebracht zum Frühstück. Die werden zu mir begleitet und so. Dann bin ich oft mit denen die erste Zeit alleine, weil die anderen noch in der Pflege sind und so. Und wenn ich dann selber mal so einen schlechten Tag habe und so, dann überträgt sich das ganz automatisch, also zumindest auf Leute mit einer schweren Demenz. Ja. Die spüren das. Dann passieren Dinge wie, dann kippen die Tassen um oder dann wollen sie nicht essen und so. Weil wenn ich dann selber im Rass bin, das ist eigenartig, das schlägt sich ganz schnell nieder. Gefühlslage wird ein wiedergespiegelt quasi. Ja, die sind da sehr sensibel. Ja.
Erstmal hallo. Hallo. Ich bin der Herr Müller-Hergel von der Hochschule. Das ist mein Kollege, der Nils Hensel. Wir nehmen das Ganze nur per Ton auf, weil die Damen das mit dem Video nicht so prickelnd fanden. Wir haben so das Thema Team drauf und sind jetzt hier bei der ersten Frage. Ja, gut. Also wenn ich mal so da einklopfe, also es überträgt sich. Also so wie ich entspannt bin oder locker bin oder wie die Schweizer sagen, gut aufgestellt. Ja, so sind dann auch die Leute aufgestellt. Ja, so ist das. Also das merkt man gut. Also ich persönlich bin zum Beispiel ein ganz ruhiger, eigentlich bin ich in der Regel tiefenentspannt. Und ich habe oft erlebt, dass Menschen gesagt haben, ich bin so froh, wenn du kommst, weil du hast so viel Zeit. Aha. Und ich war manchmal noch schneller als die anderen. Ja, ja. Aber nie langsamer. Das heißt, auch das empfinden Menschen mit Demenz ganz anders. Ob ich diese Ruhe habe, genauso kann ich die auch auf die Menschen übertragen. Das macht natürlich was. Und ich denke, dass man so schon, also wenn man mit sich zufrieden ist, mit sich, mit seinem Umfeld, mit dem Team, ja. Ich glaube, wenn man selbst in so einer positiven Haltung ist, dann glaube ich, kann man zum Beispiel viele herausfordernde Verhaltensweisen wirklich schon im Vorfeld eindämmen. Doch die Erfahrung haben wir oft gemacht, wenn Leute zu uns kamen mit einer Hinlauftendenz. Die hatten die bei uns nicht. Aber nicht, weil wir die eingesperrt haben und weil wir die gefesselt haben, sondern ich glaube einfach, weil sie nicht das Gefühl hatten, dass sie hier weglaufen müssen. Also ich meine, das heißt ja Hinlauftendenz. Also ich glaube, sie haben sich einfach wohlgefühlt, ja. Sicher gefühlt, geborgen gefühlt. Und ich glaube, das hindert Menschen daran, weil ich meine, zu Hause ist nicht der umbaute Raum, ne? Also ja, und das ist halt wichtig, dass das auch von den Leitungskräften vielleicht erkannt wird, dass die Person für einen speziellen Bereich zuständig ist und sich mehr um diesen Part kümmert und der andere für den anderen Part. Und dann, dass man in so einem multiprofessionellen Team zusammenfindet und arbeitet. Okay. Und ich glaube, dass das viel ausmacht. Das heißt, unterschiedliche Leute sind vielleicht auch ganz gut. Ja, schon, denke ich schon. Ja, jeder erlebt verschiedene Dinge anders und hat auch eine eigene Gefühlslage dazu und dementsprechend kann man sich darauf einstellen oder die Leitung kann auch sehen, okay, für diese Situation jetzt ist am besten diese Person geeignet. Also das finde ich schon, dass das aber auch gut funktioniert hier. Ich würde da gerne noch mal die Rolle der Betreuungskraft beleuchten. So. In so einem Team. Ja. Ja, der hat ja dann nochmal so eine eigene Rolle ein Stück weit. Ja, also schon eine maßgebliche Rolle. Also ich finde schon, weil also wir von der Betreuung, also zumindest ich jetzt auch in meiner Hausgemeinschaft, ich meine, wir haben ja auch Betreuungskräfte hier, die jeden Einzelnen bei den Individualisten betreuen und nicht in so einer Gruppe, aber ich bin ja nur wirklich ein paar Stunden mit denen zusammen, dass ich schon viele Dinge auch sehr viel bei den Bewohnern beobachte. Ne, und das dann weitergebe und das fällt mir auf. Also ich gehöre eigentlich, bin auch ein Glied dieser Kette, was das Ganze zum Tragen bringt und stabil macht. Ne? Weil wenn die anderen in der Pflege sind, da sind diese Tätigkeiten und ich kriege dann auch schon mal mehr so das Emotionale mit bei den Bewohnern, ne? Weil ich viel mehr, es geht ja auch gerade im Bereich der Demenz viel über Beobachtung. Ja. Ne? Und das kann ich in der Pflege, kriege ich manche Dinge gar nicht mit, ob es dem Bewohner jetzt gut geht, ob er vielleicht Schmerzen hat oder so. Da bin ich in so einem normalen Trott drin, der sich tagtäglich wiederholt, aber wenn er mal so zur Ruhe kommt und beim Frühstück sitzt oder einfach mal in der Gruppe sitzt, dann treten dann schon mal ganz andere Verhaltensmuster auf bei den Dementen. Ne? Und da muss man sich halt hinterfragen und dann geht man dann eben zu seinen Kollegen und sagt, pass mal auf, kann das sein? Liegt das vielleicht jetzt Tagesform oder liegt das an Medikamenten oder war da irgendwas? Deshalb finde ich es auch so wichtig, dass wir Betreuungskräfte auch mit im in der Übergabe dabei sind. Ja. Ne? Sowohl, vor allen Dingen zum Wechsel von früh bei uns zum spät in so. Also da lege ich auch viel Wert drauf. Ne? Weil also viele in der Dinge Betreuung brauchen die Kollegen der Pflege und die Kollegen der Pflege brauchen schon. Sie in der Rolle der Betreuung. Ja, ich denke schon. Ich sehe das für genauso wichtig. Gerade bei uns in der kleinsten Einrichtung wird da, da ist so viel, was die Betreuungskräfte im Alltag mitbekommen, wofür wir gar nicht den Blick haben, wo die dann nochmal sagen, nee, schaut nochmal genauer hin, da müsst ihr nochmal gucken. Diese kleinen Besonderheiten, die bei uns einfach untergehen im Alltag.
wenn wir in der Gruppe sind, da sitzen alle Leute am Tisch, dann nehme ich meine Mahlzeit und dann halt zu gucken, wie verhalten sich denn Menschen im Alltag? Wie reagieren sie auf bestimmte Dinge? Was mögen sie gerne essen? Was mögen sie gar nicht gerne essen? Trinken? Neben wem möchten sie sitzen? Was macht es, wenn ich den woanders hinsetze? All diese Dinge bekommt die Pflegefachkraft immer nur so am Rande mit, wenn überhaupt. Aber das sind Dinge, die die Betreuungskraft natürlich mitbekommt. Ja. Die aber, wenn ich mir nachher überlegen muss, was mache ich mit dem Menschen, was tut ihm gut, was tut ihm weniger gut, ne? Wir müssen ja auch das Ganze irgendwo planen, dann diese Information ja elementar, wenn ich eine gute personenorientierte Pflege gewährleisten will. Ich glaube nicht, dass das gehen würde ohne die Betreuungskraft, die wirklich von morgens 8 bis mittags um 2 in dieser Gruppe ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Infos zum Dialogzentrum Leben im Alter, zu unserer Tagung und zu Seminaren rund um die Pflege in der Gerontopsychiatrie finden Sie unter diesem Beitrag und auf www.dzla.de. Dort finden Sie auch einen Forschungsnewsletter mit einer Zusammenfassung aktueller Pflegeforschung. Der letzte Forschungsnewsletter widmet sich insbesondere dem Thema Team und Mitarbeiter in der Pflege. Melden Sie sich gerne bei Fragen und Kritik. Mein Name ist Christian Müller-Hergel. Ich wünsche Ihnen alles Gute.